Hallo, willkommen zu Heroes of the Storm. Diesmal spielen wir ein Quick-Match. Nächste Runde dann wieder, oder nächste Folge dann wieder ein Ranked. Wir spielen diesmal Jaina. Gucken uns gerade mal die Abilities an. Also, der Q, Frostbolt. So ein Schuss nach vorne praktisch und chillt das Target. Also verlangsamt es um, ich glaube, 25%. Blizzard, ja, da hat man halt eine kleine... einen kleinen Bereich und kommen halt zwei Waves, zwei Wellen, die jeweils Schaden machen. Und noch hier Damaged Enemies Art Schild. Steht da Cone of Cold, genau. Ist halt auch eine Bereichsattacke. Praktisch der Bereich vor mir wird halt auch Schaden verursacht und Schilds Targets. So, dann haben wir hier die Trait Ability. Da steht's ja auch. All Abilities chill targets. Slowing Movement Speed bei 25%. Und Amplifying Damage from your Abilities bei 50%. Also, sehr praktisch. Wenn ein Gegner gechillt ist und ich ihn dann mit einer Ability treffe, dann kriegt er 50% mehr Schaden, glaube ich. müsste eigentlich so sein. Und ja, halt die Ultis. Also einmal das Summon Water Elemental. Ja, da beschwöre ich halt so ein kleines Vieh. Oder halt der Ring of Frost, das was ich jetzt gerne immer nehme. Nach 1,5 Sekunden kreiere ich einen Ring aus Eis in einen Bereich, der Damage macht und also Schaden macht und die Gegner für eine Zeit lang festhält. Und der hält halt für 3 Sekunden. Und natürlich chilling any enemies who touch it. Also ja, ist halt ein Ranged Assassin, wie man da sieht, Magier. Und macht eigentlich auch ganz gut Spaß. Man muss halt nur aufpassen, sie hat einen sehr hohen Mana-Verbrauch. Und ist natürlich auch ein einfaches Ziel. Für einen, zum Beispiel Greyman oder so. So, jetzt können wir uns gerade mal die Talents angucken. Also, ich nehme eigentlich immer... Also, ich habe früher das hier genommen, dass der Chill halt von 4 auf 6 Sekunden geht. Aber mittlerweile nehme ich, weil das einfach viel mehr Sinn macht, den erhöhten... Verlangsamungswert von 25% auf 30% kann viel ausmachen. Dann natürlich Arcane Intellect ist ganz nett. Das Chilled Targets, also gechillte Ziele, die ich dann angreife, mir Mana zurückgeben. Aber deutlich mehr Sinn macht dann tatsächlich Snowstorm. Das heißt, mein Radius von Blizzard, also meinem W-Spell, wird um 30% erhöht. Ist halt eine der Hauptschadensquellen und macht einfach mehr Sinn. Muss man halt ein bisschen aufpassen mit dem Mana. Dann auf jeden Fall Frostbitten, also dass der Schaden erhöht wird von meiner Trait Ability von 50% auf 65%. Dann natürlich die Ulti. Dann nehme ich gerne den Improved Ice Block, das heißt, ich setze mich selbst 3 Sekunden lang in Stase, ist sehr gut, um mal ein paar Attacken auszuweichen. Und man ist halt dann unangreifbar. Kann sich aber auch nicht bewegen und nichts machen, also ist wirklich so sozusagen 3 Sekunden aus dem Spiel raus. Und die anderen beiden Talents gucken wir uns dann gleich an. Was haben wir denn hier? Ja. Dragonshire. Wir haben einen Raynor, einen Zrall, einen Uther und eine Valar. Also, ja. 4 Assassins, einen Nahkampf-Assassin, 2 DDs, ein Magier und einen Support. Und die haben Asmodan. Oh. Illidan ist auch gemein für mich, finde ich. Brightwing Support, Gleaming Magier, Uther wie unserer Support, Asmodan Specialist, Illidan Nahkampf Assassin, bäh. Und natürlich der Dragonshire. Aber wir haben den Vorteil mit Thrall, wenn er gut ist, also ein guter Thrall kann eine Menge reißen. Das ist ein sehr, sehr starker Char, finde ich momentan. Aber nichts, was ich spielen würde, weil ich komme einfach mit Nahkampf Assassins überhaupt nicht zurecht. Das schaffe ich nicht. Das ist mir. Das Spielprinzip mag ich einfach nicht. Weil du bist halt ein leichtes Ziel praktisch. Und ich weiß nicht, Nahkampf-Assassin ist einfach nichts für mich. Ich habe es mal ausprobiert, aber es ist nichts. Ah, Uther begleitet mich anscheinend. Ach so, die letzten beiden Talents. Was haben wir denn hier noch? Ah ja, genau. Hier nehme ich Northern Exposure. Das heißt, Gegner, die von meinem E-Spell getroffen sind, sind für 2 Sekunden lang vulnerable, verwundbar, glaube ich, heißt das, und kriegen 25% mehr Schaden. Moment, kurz gehen.
Naja, und dann halt auf Level 20 Bolt of Storm, das heißt mein Teleport. Sehr gut zum Ausweichen oder einfach zum ja, Entkommen halt. Aha, Brightwing. Na? Manchmal stehen sie auch wieder drin. Oh, Illidan. So, XP. Zack. Okay, jetzt müssen wir gleich hier diesen blöden Tempel oder diesen blöden Schrein für uns gewinnen. So, schön vorpushen, dass wir was zu knabbern haben. Oh. Ja, Greiner. Ah, verdammt. Total daneben. Uh-oh. Ist blöd, dass jetzt Li Ming noch kommt. Oben haben sie auch. Warum ist keiner in der Mitte? Oh man. Oh, das war sehr schlecht gezielt. Entschuldigung. Aber ich muss mich gerade auch noch so ein bisschen einspielen. Oh, das war ein Lag, aber trotzdem ein Kill. Wow. Na ja, gut, da kann ich jetzt nichts mehr machen ohne Mana. Jo. Sache, sehr praktisch. Ah! Kein Mana. Oh, puh, dankeschön. Ach, verdammt. Okay. Jetzt geht er hoch. Naja. Was auch sonst. So, komm mal her. Oh, bist jetzt gefangen. Oh, verdammt. Das war ja Li Ming. Der hat eh einen Teleport. Ja, nu, pushen wir oder face-checken wir? Ach, blöder Asmodan. Nee. Dann. Ja, ja. Immer schön angreifen. Und ein bisschen Mana sparen. Das wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Ei, ein Camp.
the shrines awaken once more. Who will control the dragon knights? I'll take care of it. Okay, gut. Okay, gleich kann ich ja wieder die Healing Fontaine benutzen. Oh oh. Oh, pass auf, Walla. Ups. Ah, verdammt. Okay. Was auch immer. Oh, ich hab ganz schön wenig, Entschuldigung. Hero Damage. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr darauf achten. Okay, dann ja. Lost Fort verloren. Hm. Lost a Fort. Hm. Huch. Oh, die sind Level 10. Das ist nicht gut. Also jetzt nicht fighten. Okay. Jetzt geht's schon. Ah, oh, nee, es geht's doch nicht. Ah. Die hätte wenigstens hochgehen können. Gut. Oh Mann. Rall. Und zurück. Oh Mann. Ah, Liming. Ja. Kannst du halt nicht mehr viel machen, ne? Ich werde jetzt auch nichts machen können. Genervt. Okay, ich brauche ein bisschen mehr Hilfe auf Toplane, dann schaffen wir die auch. So. Oh oh, ich glaube. Jo, was ist das für eine Ulti? Wenn das überhaupt eine ist. Mhm. Gut. Alles klar. Moment, das da. Genau, kein Drache für euch heute. Gehen wir mal helfen. Kommt nämlich irgendwie immer mehr. Oh. Ach verdammt, der hatte wieder sein blödes. Sein Ausweichen, sein, keine Ahnung. Einmal trinken, genau. Oh, die dominieren uns aber schon hier, also.
einfach kein Teamspiel. Also die sind permanent zu dritt da oben und wir sind boah, maximal zu zweit, ne? Raynor. Oh, puh. Ghostral. Ne. Ah, dieser Asmodon, der nervt. Wow. Ich glaube, einen Teamfight werden wir nicht gewinnen. Aber keine Ahnung. Ah, nicht ohne Thrall. Juhu! Erwischt. Oh. Hehe. Moment. Vulnerable. So. Oh Mann, oh Mann. Hauen uns aber gut weg. Selbst deren Camps sind stärker. Es kann natürlich sein, dass der Asmodaner seinen Minion hinbeordert hat. Keine Ahnung. Die kriegen das. Oh, doch nicht. Gut. If you're sure. Schon wieder ein Camp. Ah. Oh, Backe. Das werde ich nicht überleben. Hätte mich auch gewundert. Die hätten einfach weggehen sollen. Ich weiß nicht, warum die da jetzt noch mit reingegangen sind. Hm. Chain Lightning. Los, all. Chain Lightning. Ja, ich denke, das ist jetzt gleich vorbei. Hm, schade eigentlich. Ich dachte, ich schaff's diesmal ein bisschen besser mit Jaina zu spielen. Das ist wirklich nicht mein bester Hero. Aber es macht trotzdem irgendwie Spaß so ein bisschen. Allerdings nicht ohne Tank, das ist immer doof. Wir haben ja nicht mal einen Specialist. Okay, ist jetzt auch nicht ganz so schlimm, aber trotzdem. Mach mal die Dicken hier weg. Und noch mehr davon. Hier geblieben.
Na, immerhin den. Hat aber ganz schön viel gebraucht, um den zu erledigen. Oh. Ruhe jetzt. So, Moment. Einmal Mana holen und dann... Uta is on the way. Go, Uta. Okay. Einmal nach unten. Und die gehen wahrscheinlich jetzt alle nach oben. Ruhe. So. Oh, Backe. Das war... sieht aber weniger gut aus. Ich habe keine Abilities. Hey, danke. Jo, da machst du nicht mehr viel gegen. Okay, die haben uns ziemlich zerstört. Wahnsinn. Ich meine, er könnte auch einfach nach unten gehen, also hier durch, und es zu Ende machen, aber okay, dann halt so. Dann, die lassen uns leiden, das machen die extra. Das ist, ist nicht nett. Tschüss. Ah, 15 Sekunden, ich will irgendwas machen noch. Ja, noch so einen letzten Fight. Oder im letzten Fight dabei sein. Oh. Oder wir schlagen sie nochmal zurück. Okay. So, Attacke. Komm, geht da. Lass die in Ruhe. Die machen nichts mehr damit. Nice. Oh. Ups, das war zu weit nach links. Okay, die haben zwei Tote, wir haben einen. No. Geh weg. Aber dafür werden sie wahrscheinlich unsere Camps machen. Ja. Das werden sie. Ah. Ja, es ist halt jetzt nur noch hinauszögern, ne? Also. Ich komme, Walla. Ich glaube, das ist sogar... Ne, unser zweites Camp. Wow. So. Healing-Teil. So. Ah, ne. Ah, ja, war ja klar. Ach, die armen Golems oder was das sind. Trolle, Golems, keine Ahnung. Gut, ich würde sagen, alle nach oben. Dann machen die Base und wir haben endlich Ruhe. Ja, ich port mich sowieso gleich dahin, danke. Aber nur um sicher zu gehen. So. Jo, Asmodan da.
Vielleicht kann ich noch ein bisschen nerven, bevor er sich hier das packt. Oh oh. Oh Mann, Polymorph. Hui. Hey, der hat mich gerettet. Ist aber sehr nett. So, okay, und jetzt? Burnable. Hehe. Nö. Huch, ich bin geheilt. Danke, Uta. Was macht der Dragon Knight? Der könnte einfach das Spiel beenden. Uh oh. Hm. Okay, komm, den kriegen wir noch down. Oder auch nicht. Oh, das war ein bisschen traurig. War jetzt auch nicht meine Glanzleistung, das gebe ich gern zu. Aber trotzdem schade. Defeat ist immer schade. Außer die am Gegner haben es wirklich. Haben wirklich einen richtig guten Kampf abgeliefert und alle Seiten waren richtig gut, und aber das war jetzt einfach nur doof. Ja, Daily Quest Win 3 Games. Das wird wohl erstmal nix. Jo. Naja gut, hat trotzdem irgendwo Spaß gemacht und ja, in der nächsten Folge würde ich sagen, machen wir dann nochmal ein Ranked. Ist einfach auch ein bisschen anspruchsvoller als Quickmatch, finde ich. Weil da gibt es auch viele Leute, die einfach nur irgendwas machen und ja. Jo, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis dahin. Ciao.